Ich war jetzt genau 7 Minuten weg, weil ich was gegessen habe und habe schon keine Ahnung mehr, was ich tun muss. Oder was wir in dem Fall jetzt tun müssen. Hallo. Sehr gut. Okay, wir werden wahrscheinlich diese Seilrutsche benutzen müssen, oder? Geh weg. Also sie ist ja eindeutig infiziert, nicht? Weil sie hat ja Superkräfte, die sie vorher nicht hatte. Und ja, ich finde das nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wow, 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 wow. Jetzt geht's runter, echt? Was macht sie da? Achso, okay, ich verstehe. Neues Einsatzziel. Einen anderen Weg in den Heroes Park finden. Alles klar. Map, map. Ja, ich gehe mal weiter da. Was ist da? Hallo, ein Inhuman wurde in der Nähe geortet. Gemäß Inhuman Protokoll Sektion 3 unter Sektion 8.2 bleiben Sie bitte stehen, während wir Sie scannen. Aha, okay, das ist ja Robocop, ey. Scan abgeschlossen. Keine Inhuman DNA gefunden. Sehr gut. Danke für Ihre Mitarbeit. Ja, gern. Echt. So. Ist das wirklich passiert? Psst. Siehst du? Keine Inhumans. So, okay. Ich muss in den Heroes Park. Geht's da rauf irgendwo? Da geht's. Es ist ja wieder der Maler unterwegs, der die weiße Farbe da versprüht überall, wo ich genau weiß, wo ich hinaufklettern muss, nicht? Da ist nichts, da ist nichts. Das heißt, wir müssen da runter, echt darüber, oder? Rauf da. Was ist das, eine Drohne? Das ist eine Drohne, ja. So gehe ich zum ersten Mal zum Park. Ja. Vorwärts, oder? Ich denke, ja. So. Wenn Charlton sein Kommandodeck lügt, wer weiß, bei was er sonst noch alles lügt. Hallo. Ich bin Dr. George Carlton, Geschäftsführer und Gründer von Advanced Idea Mechanics. Eröffnet in diesem Herbst in Jersey City eine Klinik für Human zu eröffnen. Was redest du? Das stimmt ja wahrscheinlich alles gar nicht. Und Rotzpartie! Gib ihm, yo! Was hab ich mir bloß gedacht? Ich weiß nicht! Das geht schon, komm. Kamala, das geht. Wir sind im Park. Nicht elegant, aber geschafft. Okay. Neue Normalität. Jetzt zur Cap-Statue. Die Captain America-Statue, da ist sie. Lange nicht gesehen. Codex-Art. Das will ich jetzt wissen, diese Codex-Akte. Fähigkeiten, Ausrüstung, Kosmetik, Sammlungen, alles. So, dann haben wir hier. Codex. Das leuchtet. Was ist das? Hauptquartier. Der zu Ehren der Avengers angelegte Heroes Park ist mittlerweile eine Art Ground Zero für den wachsenden Konflikt zwischen ihm und seinen Unterstützern. Bitte? Und seinen Unterstützern auf der einen und den Befürwortern der Rückkehrer aller Superhelden auf der anderen Seite. Die Statuen des Parks werden gleichermaßen beschmiert wie verehrt und ein Denkmal erinnert an die Opfer des A-Days. AIM plant auf dem ehemaligen Parkgelände die baldige Errichtung eines topmodernen Hauptquartiers. Wirklich
Das werden wir zu verhindern wissen. Als Kind haben mich meine Eltern oft hierher mitgenommen. Das ist Iron Man. Wir suchen aber Captain America, gell? Liegt hier irgendwas rum vielleicht? Okay. AIM reißt hier alles für seine neue Klinik ab. Ja, das habe ich gelesen. Was für eine Verschwendung. Da ist doch America. Na, so, das ist einfach. Das ist nicht Captain America, steht aber nur Avengers. Ja, ja, beides beginnt mit A. Was ist das? Ah, das ist der Eingang zum Heroes Park. Verschlossen ist, weil es ist ja Nacht. So. Kerzen, wirklich? Was haben wir da? Alles in Humans. Alle vermisst. Deshalb macht Abu sich solche Sorgen. Der erste sogenannte Inhuman. Wow, schon 4 Jahre her. Wer? Jessica? Ja, was ist mit dir passiert? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Sind die jetzt getötet worden oder sind sie einfach runtergetötet? Ach so, sie wurden in diese Kapseln eingefroren sozusagen. Ja, ja, kann mich erinnern. Und einige haben sich halt versteckt, ne? Und sind untergetaucht. Natürlich. Wow, einige. Das ist ein guter Platz, um die Cap-Statue zu beobachten. Was? Wo ist die Cap-Statue? Dazu müsste ich halt einmal die Captain America-Statue sehen, ne? Mhm. Tja, tja, tja. Das ist ein guter Platz. Ich weiß nicht, hm? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wo ist die Statue? Wo soll es sein? Die ist da nicht. So, was haben wir da? Da ist nichts. Was ist da? Kann ich dir helfen, Großer? Ah, hey, Hulk! Nein, man hat dich umgeschmissen. Nein! Blasphemie! Blasphemie! Verdammt! Bam, bam! Cap. Da ist er, ja. Das ist zu lange her. Was steht denn da? Wer ist denn das? Tiny Dancer? Hey, hey, hey. Wo willst du hin? Nach Hause. Wirklich? Jetzt schon? Hey, willst du einen Drink? Nein, nein, danke. Was? Erweist du deinen Respekt? Ich nehme nur eine Abkürzung, das ist alles, Leute. Eine Abkürzung. Komm schon, verschwinde da. Klar. Cooles Feuerzeug. Was? Du willst, dass sie zurückkommen, hä? Huh? Cooles Feuerzeug. Dass sie mehr von uns töten können? Was? Nein. Nein? Nein? Nein. Was denn dann, hm? Stehst voll auf Inhumans. Kommt schon, Leute. Scheiße, ein paar Gesandten. Was ist denn mit dir, bitte? Alles in Ordnung?
Der Kerzenjunge hat eine Freundin. Zack, check mal ihre Tasche. Was? Was ist bloß los mit euch Typen? Ich will nur nach Hause, okay, Mann? Mann, was soll denn das? Mein kleiner Bruder war beim A-Day. Er schrieb irgendeinen blöden Scheiß über Captain America. Das war nicht Captain Schuld. Das ist alles ihre Schuld. Er ist ein lila Freak geworden. Und dann haben sie ihn entführt. Beruhig dich. Zack, es reicht, Mann. Jetzt ist er tot. Er ist tot. Zack. Alter. Pass auf. Sie ist eine von denen. Halt dich fern von ihr. Wir müssen weg. Alter. Alles okay? Komm, lass uns verschwinden. Fass mich nicht an. Was? Du bist doch Tiny Dancer, oder nicht? Was soll ich damit machen? Wovon redest du? Bitte, lass mich einfach gehen. Hey! Unentdeckt verlassen, okay. Landet mein Bild auf dieser Wand. Okay. Darauf oder daraus. Ist hinter mir oder was? Hierhin wollen gehe ich nicht hin. Das glaube ich ja. Kommt da noch jemand? Ah, das sind noch ein paar. Verdammt, sie sind überall. Ja, stimmt. Jo, schau mal, was da drüben. Da drüben ist was Tolles, ja, auf der anderen Seite. Echt? Schaffe ich das? Das schaffe ich, ja. Weil du ein Blechtrottel bist. Kann ich noch nach Hause? Sie? Wissen Sie, wer ich bin? Und tschüss. Ha! Deine Hilfe. Geh! Okay, aber da steht ja noch jemand, oder? Ich bin jetzt das hier. Ah, ich hasse es, wenn ich nicht unter Kontrolle habe, wann ich mich bücken kann und wann nicht. Also, in die Knie gehen kann. Das macht er nämlich automatisch. Ich hasse es. Da runter, oder? Da ist der jemand. Mark hat sie gesagt. Wer? Tiny Dancer hat sie gesagt. Wer ist sie? Blöd. So. Ganzen Robocops da. So. Okay, jetzt bin ich wieder da. Das heißt. Da rauf, oder? Da rechts rauf. Schätzchen, ich probier's mal. Probier das jetzt. Oh, da ist jemand. Hallo, grüß dich. Hallo, grüß dich. Doch nicht da, wo ich war, oder was? Der da oben steht, ne? Ja, muss ich da runter. Da runter, wirklich? Was? Bedrohung läuft. Ja, wirklich. Wo? Ich hoffe, ich bin doch richtig. Kamala, denk nach. Wo finden sie dich nicht? Kanalisation? Hoffentlich sind die Nichtschwimmer.
Das ist der Tor, ja. Kanalisation da geradeaus, oder? Geht. Das geht sich aus, das geht sich locker aus. So, Wolle, grüße euch, tschüss. Ich komme. Ja, genau, Eidex. Ja, es ist grausig, ja, es ist grausig. Nein, das ist noch widerlicher. Ja, genau, sag ich ja, grausig, widerlich. Okay, das ist so. Gesellschaft. Okay. Wie kann ich mich bücken? Wie genau bückt man sich? Wie genau bücke ich mich? So, der Laden tut er lang. Kampfkamera. Takedowns. Okay, das ist immer das gleiche. Dreieck und Kreis. Hellenausrüstung niederhalten. Oh nein, das ist noch widerlicher. So. Dann geh runter, sofort. Ich bekomme gleich Gesellschaft. Du musst doch weg. Oh nein, sie kommen durch. Wo muss sie da hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Da hinüber? Na, da komme ich gar nicht rüber. Da runter, da runter. In dieses grausige, widerliche Loch. Ja. Oh mein Gott, oh Gott, da ist jemand, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Okay. Verdammt! Das ging schnell. Ja, ja. Fähigkeiten, Spezialisierungen, ja, Spezialisierungen, Anpassung, Fähigkeiten. Okay. ISO 8 Split. Was sind denn da? Zwei Typen von kleinen. Ah, ich verstehe kein Wort, aber ja, werden wir schon machen. So, da hinüber. Da hinein. Da ist jemand, da ist jemand, ich muss darauf, 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 lauf, lauf, lauf. Was ist das? Eigentlich wollte ich heute keine Müllcontainer rumschieben. Okay. Da hinein, oder was? Ah, cool, ich bin draußen. AIM lässt auch Menschen nach mir suchen, die teleportieren können? Wer ist das? Na, das ist sicher. Der hilft uns. Sie oder er hilft uns, da bin ich mir sicher. Hakenschwung. Kamala kann ihre Arme stellen. Ja, drücke in der Luft X. Was? Okay. Wow, cool. So. Comic? Yes. Na, Jersey City. Ich werde mir das gleich anhören, nämlich. So, Jersey City. Sehr geehrter Mr. Pertus, mit großem Bedauern haben wir Ihren Brief über das Verschwinden Ihrer Frau und Ihres Sohnes am A-Day erhalten. Da Sie Mitarbeiter eines angesehenen Partners von Advanced ID Mechanics sind, hielten wir es für richtig, für die Beantwortung Ihrer Fragen mehr Aufwand als üblich zu betreiben. Ich wünschte, wir hätten bessere Nachrichten,
aber es gibt keine Aufzeichnungen über eine Rettung ihrer Familie bei der Katastrophe. Wie Sie wissen, sind die Bergungsmaßnahmen in San Francisco immer noch im Gange, obwohl 5 Jahre vergangen sind. Ich kann nicht guten Gewissens zusagen, dass man sie noch lebend finden wird. Aber ich versichere Ihnen, dass AIM alles tut, um herauszufinden, was ihren Angehörigen widerfahren ist. Beiliegend finden Sie einen Scheck, der Sie und den Rest Ihrer Familie unterstützen soll. Auch wenn die Kosten dessen, was Sie durchmachen mussten, natürlich nicht aufzuwiegen sind. Wir hoffen, dass Ihnen damit in schweren Zeiten ein wenig geholfen wird. Und Sie weiterhin als Partner und Mitglied der AIM-Familie für Advanced Idea Mechanics arbeiten. Mit freundlichem Gruß, Dr. Lyle Getz, Forschungsleiter Advanced Idea Mechanics. In einem der größten Gebäude in New York entspannten sich die Avengers in ihrem Turm und warteten darauf, dass die Welt gerettet werden musste. Alles war friedlich. Einer der wenigen ruhigen Tage für die größten Superhelden der Welt. Bis Iron Man hereinplatzte, in der Hand einen Pümpel, den er schwang wie ein Schwert. Wir haben ein Problem, verkündete er, störte damit die friedvolle Ruhe und alle verzogen das Gesicht. Dr. Bruce Banner blickte über die Brille auf seiner Nase hinweg. Er runzelte wegen der Störung seiner Lektüre die Augenbrauen und seine Augen verengten sich. Du müsstest etwas genauer sein. In meiner Toilette, antwortete Iron Man bereitwillig. Captain America kochte gerade und trug eine rot-weiß-blaue Schürze. Captain Marvel kam im Kostüm um die Ecke und wischte sich Schweiß von der Stirn. Oh gut, ich verhungere, sagte sie erschöpft. Shield Agents für den Kampf gegen Aliens auszubilden ist nicht einfach. Es wird noch ein bisschen dauern, sagte Captain America und maß Zutaten ab. Soll ich lieber eine Pizza bestellen? Fragte Thor. Nein, sagten beide Captains. Thor wirkte missmutig. Er war der Einzige, der Ananas auf der Pizza mochte. Sehr schön. Schöne Geschichte. Sehr schöne Geschichte. Gefällt mir. So, aber jetzt raus da. Darüber, oder? Echt, da kann man nicht rüber. Überall kommt sie rüber, nur da nicht. Das kann es ja nicht sein. Was? Alles frei. Und raus da. Und das ist so schwer. Und ja. Und what the fuck? Come on, natürlich. Es ist ja immer so, oder? Oh, schön, du bist wach. Es tut mir wirklich leid. Wow. Diese Synthols folgen nur ihren Sicherheitsprotokollen. Der Diebstahl privater Informationen ist ein ernstes Vergehen. Monika, geben Sie einen Moment. Hey, was geht hier vor? Wohin bringt ihr mich? Dorthin, wo es sicher für dich ist. Entschuldige. Ich weiß, ich kann mit meinem holographischen Ich nicht mehr mithalten. Aber es ist ein nützlicher Trick für die Aktionäre. das ist der Doktor. Dr. Tartan? In der Tat. Wieso hackst du dich in unsere Server? Ich habe nichts gestohlen. Hast du etwas gesucht? Das Heilmittel vielleicht? Kamala. AIM hat nur vor, uns alle von der Willkür der Reichen und Mächtigen zu befreien. In den Händen Einzelner. Ist unbegrenzte Macht gefährlich? Sie ist tödlich. A-Day ist ein Beispiel dafür. Du hast Glück, dass du noch lebst. Aber mit Technologie können wir ihre Fehler beheben. Wir können dir dein normales Leben zurückgeben. Hören Sie, ich habe das Passwort nur erraten, okay? Ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe. Sie ist gewalttätig. Ihre Infektion verschlimmert sich wohl. Was? Ich wollte doch niemanden verletzen. Natürlich nicht.
Aber was passiert, wenn du wieder die Kontrolle verlierst? Hm? Was passiert, wenn du jemanden verletzt, den du liebst? Sogar die Avengers mussten für ihre Hybris büßen. Waren Sie da? Ich meine, als Cap starb. Waren Sie da? Ja. Ich hatte Glück. Monica fand mich auf der Kommandobrücke. Ihre regenerative Formel war meine Rettung. Komm schon, Kamala. Tun wir es einfach. Ja? Lass dir von AIM helfen. Danke, ich verzichte. Verdammt, George! Schnapp Sehr euch das gut. Mädchen, los! Was ist mit dir passiert? Wie soll Toll, das sein? Kamala, du hattest gerade dein Outing als Inhuman. Du Blöde. Was hast du denn gedacht, ha? Der Resistance beitreten? Eine Heldin werden? Zum Beispiel, ja. Ich kann nicht mehr nach Hause. Ami, Abu, die würde ich in Gefahr bringen. Ich hab's richtig verbockt. Ja, hast du, ne? Aber wir sind dein Held. Und das ist nur eine Geschichte. Countrywide. Utah. Die alte Shield-Basis. Die Resistance weiß, was zu tun ist. Oh, shit! Was? Ja, so, ich hab schon gesehen, ja. Da war eine Seilrutsche. Manche feindlichen Angriffe können ja einen Helden verwirren und vorübergehend seine Sicht stören, ja. Mhm. Kassetten. Upgrade-Module, eine erforderliche Komponente für Kraft-Boosts. Kraft-Boosts sämtlicher Ausrüstungsobjekte. Ah, okay. Takedowns, ja, Heldenfortschritt. Utah. Yeah. Die alte Shield-Basis. Genau, da die muss Resistance ich hin. Weiß, was zu tun da ist. Müssen wir hin. Oh, da, bitte sehr. Ich. Oh. Sehr gut. Ja, und jetzt da in über Auslauf und springen und du. Und da springen und. Das ist kein Versteck. Ich muss aus der Stadt raus. Du musst aus der Stadt raus. Nein! Es war richtig. Nein! Verdammt! Einfach zu früh X gedrückt. Wieso können feindliche Angriffe zum Beispiel ein Tor schwächen? Dieser Gott. Ja, okay. Vorübergehend seine Sicht stören, verstehe ich mit Nebel, aber Tor ist ein Gott. Hulk zerstört niemand. Ja, ich hab schon gesehen, wie ich den muss. Was? Ah. Okay. Ich glaube, ich stirb nur deshalb so oft, damit ich diese Tipps durchlesen kann und danach einfach voll gut bin, weil ich keine mehr brauche. So. What? So, jetzt reicht's. Wieso ladet der so lang? Es kann dauern, das kann jetzt ewig dauern, das sage ich euch. Ja. Es gibt kein Versteck. Ich muss aus der Stadt raus.
wohin, da rauf oder was? Was? Nein. Hulk. Sehr gut. Nein, niemals. Ah, jetzt geht's auf einmal, okay. What the fuck? Wenn ich nein sage, sage ich nein. Scheiße, ist Auto passiert. Nein, 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 ich kann jetzt nicht stehen bleiben. Kamala Khan, bleib stehen! Was? Hilfe! Hilfe! Spring, ich bin gesprungen. Das mit dieser Kampagnenschwierigkeit erscheint ziemlich oft, gell? Ich bin zu schlecht dafür. Takedowns, das muss man alles merken, wenn man nie merkt. Nie, wenn man das merkt. So, wohin? Wo muss ich hinspringen? Ah, da! Alles klar. Weg, rein da. Und zu und danke. Mhm. Was soll das? Okay. Polymorph. Jeder Held hat eine... Was? Intrinsische Anzeige? Intrinsische Anzeige, die den Einsatz seiner Spezialfähigkeiten begrenzt. Miss Marvel kann mit der Polymorph-Fähigkeit die Form ihres Körpers verändern, um Angriffe mit blauen Indikatoren automatisch zu entgehen. Außerdem wird ihre Offensivstärke erhöht. Halte R2, um die Polymorph einzusetzen. Der Einsatz der Fähigkeit verbraucht intrinsische Energie, die sich im Laufe der Zeit wieder füllt. Halte R2, um dich gegen Angriffe zu verteidigen und deinen Nahkampfschaden zu erhöhen. Okay. Dann probieren wir das einmal, nicht? R2 jetzt. Bitte übergeben Sie sich den AIM-Einheiten. Ihr wollt Kräfte sehen? Na schön. ID positiv. Angreiferin ist Inhuman. Empfehle Fernkampf. Sind das Granaten? Das sind Granaten, ja, wie so ausschaut. Aha, da ist ja, okay. Wow. Projektile. Was ist jetzt mit diesem R2? Verstärkung eingetroffen. Geben wir doch unseren neuen Freunden. High Five? Okay, wir setzen mir ein High Five ein. Der ist wohl jetzt erwatschen. Deine
tödliche Gewalt. Wir brauchen sie lebend. Dann versuch nicht, mich umzubringen. So, wo muss ich denn überhaupt hin? Das ist mein Problem. Das muss ich halten. Da war ja noch gerade einer, oder? So. Sehr gut. Nach Utah? Los, gib mir Rückendeckung, Nakia. Sag, ich bin mit dir aufs Land gefahren. Naja, ohne Subjekt Handy. 1102. Es kann sich selbst klonen, nahezu perfekt. Mit der Ausnahme einer leichten Farbvariation der Augen. Die Zellen teilen sich in der Mitte und formen zwei separate Individuen. Oh, es ist wie beim planarischen Plattwurm, nur menschlich. Genau. Und alle Erinnerungen des ursprünglichen Subjekts werden gespeichert. 0925 kann wirklich mächtige Energieschübe erzeugen und... Und da sind mindestens ein halbes Dutzend mit erstaunlichen Feuerfähigkeiten. Wir schaffen uns ein Arsenal. Programmierbare Macht unter unserer Kontrolle. Keine Helden und keine Fehler mehr. Wird Zeit für eine neue Dosis. Mir geht's gut. Sie lagen 6 Monate im Koma. Und davor konnten sie ihren Husten kaum unterdrücken. Noch einige Dosen meiner regenerativen Formel. Und ihre Behandlung ist abgeschlossen. Kupfer hat er. Stellen an diesem Denkmal immer noch Kerzen auf. Wäre der Hammer nicht, hätte ich's schon eingerissen. Hören Sie auf damit. Wieso soll die Öffentlichkeit denken, dass Sie sich noch um die Avengers sorgen? Meine Leute werden das schon erledigen. Wir müssen Adeptoid starten. Du hast recht. Diese Version ist vielleicht ein bisschen stärker. Ist sie stabil? So ziemlich. Wie soll das heißen? Kopfweh. Das ist unglaublich. Dies ist der Anschluss von Yusuf Khan. Hinterlassen Sie eine Nachricht und ich rufe zurück. Hey, Abu. Ich habe deinen Rat befolgt. Ich bin mit den anderen zu diesem Ferienort gereist. Unglaublich, dass mein Handy hier überhaupt keinen Empfang hat. Ich kann hier tatsächlich nur über diese Telefonzelle jemanden anrufen.
Jedenfalls, du hattest recht, wir haben richtig Spaß. Ich bin Sonntag wieder da. Ich werde artig sein. Hab dich mehr lieb. Oje, oje, oje. Ob sie ihren Vater immer wieder sieht? Und wo ist Bam Bam? Also wir sind jetzt in Utah. Dort, wo die Resistance zu Hause ist. Die Resistance. Die uns hoffentlich helfen kann. So. Müde, hä? Machen wir schon. Okay, alle Verschwörungstheorien online deuten auf diese Schlucht als Heimatbasis der Resistance hin. Okay. Sie sind meine einzige Chance. Alle Verschwörungstheorien? Hihi. Moment. Wenn sie irgendwelche Steine kaputt machen, kann ich nicht, gell? Ja, alles klar. Wenigstens weiß ich jetzt, dass jemand hier draußen war. Wieso? Ah, der Maler da wieder seine Farbe vergessen hat. So. Typisch. Ich reise quer durchs Land, um Gerüchten nachzugehen. Aber sonst habe ich ja nichts. Was macht Aim bloß hier draußen? Ja, die suchen das gleiche wie du. Laut Verschwörungstheorien ist das die einzige Schlucht. Moment, da geht's rauf und da. Da, ich geh mal da runter. Das gleiche, oder? Na, Moment. Komm ich da hinten hin? Na, nope. So. Endlich! Etwas, das nicht aus Stein ist. Ein Zettel. Ist das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes? Achso, ein Schild. Achtung. Infiziertes Gebiet. Ich glaube, das ist eher was Schlechtes. So, what? Aha. Die Resistance. Hier müssen sie sein. Es muss so sein. Oh nein. Ja, du musst da rein. Ich hab sie zuerst gefunden. Was? Unterstützungsheldenfähigkeit. Erleidet dein Held Schaden, sinkt seine Willenskraft. Regenerieren als Kamala Khan Willenskraft, indem du ihre Unterstützungsheldenfähigkeit Heilungsgeist verwendest. Wenn die linke Heldenanzeige voll ist. Was ist die linke Heldenanzeige? L1. Ich glaube, ich laufe einfach da mal rein, oder? Ja, okay. Nein, ist nicht. Oh, jump! So. Was ist hier passiert? Ja, gute Frage. Hallo? Na Moment, ich gehe zuerst einmal da runter rüber. Ich muss weitersuchen. Na, doch nicht. Was ist das zum Beispiel? Fragmente Nanit-Ressource. Okay, Ressourcen. Avengers lösen sich auf. Alles klar, okay, Kosmetik, was soll ich da jetzt krieg? Na, Sammlungen, wo sammeln wir jetzt? Ah, falsch, Codex. Haben wir das da.
Das ist. Die Utah Badlands sind ein weitläufiges Gebiet mit minimaler Vegetation, trocken und erodiert. Im nördlichen Utah in den USA. Früher unterhielt Shield hier mehrere geheime Anlagen. Gerüchten zufolge hat AIM diese Anlagen mittlerweile übernommen und für seine eigenen Zwecke umfunktioniert. Alles klar. Dann haben wir da noch was. Wieso leuchtet es da noch? Ah, da. Synthoid. Genutzte Standards sind wie die Signal zu allen Branchen von der Gastronomie über Sicherheitsdienste bis hin zu medizinischen Krisenreaktionen anzutreffen. Alles klar. Ein Synthoid. Dann haben wir noch das da. Seuchendrohne. Diese mit einer natürlichen Chemikalienladung bewaffnete, modifizierte Sicherheitsdrohne dient der Kontrolle größerer Menschenmengen. Okay. I see. Ausrüstung. Was ist da jetzt mit Ausrüstung? Ja, was? Oh, nee. Ausrüstung? L2, beste Ausrüstung. Rüste höher. Ja, wird's beste Ausrüstung? Was ist das da übrigens? Was ist das? Nanit. Wird benutzt für Upgrades von Ausrüstung. Was ist das? Fragmente, gebogene mechanische Teile werden häufig benutzt, werden benutzt für den Kauf von Objekten bei Händlern. Alles klar. Okay, ja, wird schon passen. Dann da wollte man ein. Was steht hier? Das war ihre Basis. Aber aha. Wo sind sie jetzt? Zeichen der Resistance. Vielleicht könnten sie fliehen, bevor. Ist da. Die Avengers lösen sich auf. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Nein. Einige müssen entkommen sein. Sie müssen hier irgendwo sein. Ja, ja, da drüben wahrscheinlich. Moment, die Avengers lösen sich auf. Sammlungen. Sammlungen. Hallo, wieso geht das so langsam? Codex. Informationen. Was ist das? Die Avengers lösen sich auf. Bitte sehr. Zum Schluss möchte ich diesen Moment nutzen und mich persönlich beim amerikanischen Volk entschuldigen. Die Vergangenheit ist passiert. Ich weiß, ich kann sie niemals ungeschehen machen. Aber ich hoffe, dass mein heutiges Verhalten verhindert, dass sich so eine Tragödie jemals wieder Okay. Die Anhörung vor dem Senat von Bruce Banner. Womit praktisch er zugibt, dass sie Schuld haben. Oder mehr oder weniger Schuld haben. Wow, 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 wow. Und damit die Avengers auflöst. So. Tragisch, tragisch. Ich muss nach oben, um zu sehen, wo ich bin. Das stimmt natürlich und deswegen gehen wir da hinauf. So. Sei nicht böse, Abu. Ich vertrete mir nur die Beine. Boah. Verdammt. Wow, 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 wow. Lauf, 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 lauf. Lauf? Komm schon. Und jump! Yes! Cool! Wow! Ich kann's nicht fassen! Ich hab's geschafft! Cooler Sprung! So. Meine Eltern würden ausflippen, wenn sie mich hier sehen könnten. Ich glaube auch, ja. Ich flippe ja selber aus.
So. Aha. Das kann doch nicht. Ist das die Chimäre? Die Chimäre. Wirklich, ist sie. Ich hab sie gefunden. Es war nicht immer so schwierig. Ich kann's nicht glauben. Okay, dann vertreten wir die verlassene Chimäre. Los geht's. Wow, 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 wow. Vorsicht. Ich kann jetzt sehr weit springen, so wie es ausschaut. Punktlandung. Nein, nicht wirklich. Eine rote Nummer neben dem gesunden Gehirn deutet darauf hin, dass seine Kraftstufe viel höher ist. Wie kann das sein? Ja. Mhm. Na, bis jetzt gefällt es mir echt gut. Es gefällt mir echt gut, das Spiel. Cool Spiel. Macht vieles richtig, meiner Meinung nach. Jawohl. Außer, dass ich da halt sterbe, ne? Das, ich mache nicht viel richtig, aber das Spiel macht vieles richtig. Es macht Spaß, ja. Die Geschichte, ja, natürlich ist er der Avenger, ist er der Marvel, aber coole Geschichte, taugt mir. Taugt mir. Das Einzige ist diese lange Ladezeiten. Da hinauf, oder? Darauf. Nicht? Geht das nicht? Das geht nicht. Manche Angriffe können einen Helden verwirren. Man muss mich gar nicht angreifen, um mich zu verwirren. Dammt. Yeah, Tor. 1-0, Tor. Moment, kann man da jetzt irgendwo hinrennen? Da komme ich rüber, echt? Probieren wir das? Ah, ich habe gesehen. Zu spät, aber ich habe gesehen. Ich habe gesehen. Ja. Es ist, weil ich einfach zu ungeduldig bin. Ich kann es nicht lassen. So, schau, junges Mädchen. Da rennen wir jetzt, gell? So, und dann da, und dann da. Dann da und dann da. Und dann da. Jawohl, und dann da. Rauf. Rauf, nicht. Rauf. Sehr gut. So. Resistance muss hier sein. Comic gefunden. Moment. Sammlungen. Iron Man. Civil War. Echt, das ist das einzige Comic. Dann, was haben wir? Codex. Nein. Ach ja. Codex, was haben wir da? Was ist das? Ausrangierte Chimera. Dieses Flaggschiff der West Coast Initiative der Avenger war mit dem Experimenten ausgerüstet, wurde nach dem EDA außer Dienst gestellt. Obwohl die Chimera zu der Montage in eine abgelegene Shield-Einrichtung in Utah gebracht wurde, kursieren Gerüchte, wonach die aufkeimende Resistance-Bewegung, ich spreche das lieber französisch aus, ja, als Resistance-Bewegung, die immer noch eine intakte Chimäre als Hauptquartier nutzt. So ist es. Das wollen wir doch sehen, ob sie das macht. Auf der Suche nach der Resistance. Was ist das?
Ja, aha. Da muss ich nur, muss ich nicht einmal schlagen. Ich da hätte muss ich gedacht, sie stellen Wachen auf oder so. Ich habe mir gedacht, ich muss das zerstören, sondern einfach nur hingehen. Da ist was. Was ist das? So, Moment. Darauf, oder? Ja. Das ist ein Witz. Ja, aber okay, passt schon. Okay. Lichter! Jemand ist zu Hause! Lichter! So. Mich wundert ja, dass das alles noch funktioniert. Wow, das ist sehr tief irgendwie. Da der Reaktorraum. Wahrscheinlich muss ich nach oben. Wir müssen nach oben. Wir gehen nach oben. Ich muss in der Nähe sein. Und so. Zeichen der Resistance. Heilige Scheiße! Das Kommandodeck! Wo sind denn alle? Stufe hoch. Fähigkeitenpunkt erreicht. Stufen hoch. So. Das ist es. Das ist das Hauptquartier der Resistance. Resistance. Wir haben uns auf Französisch geeinigt. Aber Moment. Fähigkeiten. Primär, was ist da jetzt? Die kann ich freischalten oder was? Leichter Angriff. Okay. Halte, um hochzuspringen und einen Hagel von Uppercuts. Geil. Deckung, hält Block auf, Schaden, Mittel. Da. Schaden mittel, Wucht gering, schwerer Angriff. Nein, war das dann nicht. Was ist das? Ich glaube, es wird das da werden. Das wird es werden. Das nehme ich. Sehr gut. Schon wieder vergessen. Halte. Okay, einfach nur halten. Alles klar. Ja. Dann da runter, oder? Komm ich nicht. Dann geht's da runter. Haben wir da noch was? Nein. Es muss eine Nachricht geben. Oder eine Karte. Irgendwas, das zeigt, wo sie sind. Oder man hinterlässt keine Beweise? Ja, clever. So, da leuchtet was. Okay, das wollte jetzt nicht. Hallo? Come on. Ziemlich staubig. Ja. Nein, sie sind hier irgendwo. So. Schaut ganz gut aus, nicht? Die Avengers lösen sich auf. Das können wir uns später alles einmal anhören. So. Vorbereitungen. Kommen wir auf ihn, ne? So, so, so.
Hallo? Na, Moment, bevor wir jetzt irgendwas machen. Es interessiert mich echt. Es interessiert mich. Echt, was da los ist. Ein Interview mit Captain America. Hallo, Phil. Zunächst möchte ich mich bedanken, dass Sie mich in Ihre Show eingeladen haben, um die Fakten gerade zu rücken. Die Welt wird komplexer und das gilt auch für die Gefahren, denen wir begegnen. Wir können diese Nation oder die Welt nicht mehr aus einer örtlich begrenzten Perspektive heraus beschützen. Die Avengers müssen eine weltweite Organisation werden. Unsere neuen West Coast Headquarters sind nur der erste Schritt. Was die Chimera angeht, und ich entschuldige mich schon mal, falls ich was Falsches sage, haben viel klügere Leute als ich erklärt, dass sie von dem Terrigen-Reaktor angetrieben wird, einem Stark-Patent. Er erzeugt saubere, effiziente Energie. Wir werden dadurch mobiler und reaktionsschneller. Wir versuchen ständig, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. In Friedenszeiten ebenso wie in Krisen. Ich mag es nicht, wenn Stark Industries in meinem Garten Wurzeln schlägt, ohne mich aus Höflichkeit wenigstens zu informieren. Tony redet immer vom natürlichen Wachstum der Avengers. Aber das Ganze riecht doch sehr nach seinem Ego, genau wie das Innere seiner Blechrüstung. Ich weiß, Sie arbeiten eng mit ihm zusammen und ich will Ihr Verhältnis auch nicht vermiesen. Aber manchmal sollten Sie ihn einfach umgehen, denn sonst wird er immer für ein Szenario sorgen, bei dem er als Held im Scheinwerferlicht steht. Pym Technologies arbeitet in der Region schon länger an der Erzeugung sauberer Energie, aber er hat sich nicht die Mühe gemacht, mit uns zu reden. Weil es um ihn geht, nicht um die Wissenschaft. Und die Öffentlichkeit liebt das. Aber ich schimpfe zu viel. Ich bin froh, dass Sie sich gemeldet haben, Monica. Sie könnten in Ihrer Ecke jemanden gebrauchen, der Tony kennt und weiß, wozu er fähig ist. Ich will nur, dass er Sie nicht ausnutzt. Mhm. Darin ist er ziemlich gut. Ja, das stimmt. Hank Pym? Pym Technologies. Tony Stark ist eigentlich ein Volltrottel. Aber also da, ja. So. Senatsanhörung, Tag 1. Miss Romanoff, würden Sie sich als stellvertretende Anführerin der Avengers bezeichnen? Nein. Könnten Sie dann klären, wer in Captain Rogers Abwesenheit für die Avengers spricht? Wir hatten nie einen offiziellen Plan, was passiert, wenn... Ich kann versuchen, für die anderen zu sprechen, aber Cap... Nur Steve hätte wirklich für uns alle sprechen können. Mhm. Leider ist er tot, gell? Tag 6, Tag 10. Okay. Ja, Tag 6, wir haben die anderen noch nicht gefunden. Wie oft muss ich das noch erklären? Wir nehmen die Sicherheit von Zivilisten sehr ernst. Die Vorfälle am A-Day waren unvorhersehbar. Und wir haben alles getan, um die Verluste an Menschenleben zu minimieren. Nur für die Akten. Sie sagen also, dass die Avengers kein Risiko für die Bürger dieses Landes darstellen? Ja, das sage ich erneut. Ist ein schlechtes Gedächtnis häufig bei Senatoren aus... Warum sagt Ihr Kollege Dr. Banner dann etwas anderes? Verzeihung, was? In seiner Befragung gab Dr. Banner unmissverständlich an, dass er die Avengers durchaus für eine potenzielle Gefahr für die Bevölkerung hält. Mhm. Wir lassen alles zurück. Hardware, Festplatten, einfach alles. Mir gefällt es genauso wenig wie Ihnen, aber angesichts der Umstände haben wir wohl keine Wahl. Hill hat nur eine Ausnahme genannt. Quinjet F-530 wird von der Liste gestrichen. Niemand von AIM wird erfahren, dass er hier ist. Und was Ihre andere Sorge angeht, wir leeren das Netzwerk, bevor wir das Licht ausschalten. Mhm. AIM hat ganz klar andere Prioritäten als wir, also werden wir kein Risiko eingehen. Wir hatten schon Zusammenstöße mit Ihnen und ganz ehrlich, seit dem A-Day bewegen wir uns alle auf Neuland. Ich vermute, dass S.H.I.E.L.D. in 6 Monaten vollständig aufgelöst sein wird. Ich weiß, das macht Sie nervös. Und das ist gut, weil es mir auch so geht. Aber bis auf Weiteres müssen wir den Schein wahren. Ich gebe Ihnen Rückendeckung. Agent Singh. Zum Schluss möchte ich diesen Moment nutzen und mich persönlich beim amerikanischen Volk entschuldigen. Die Vergangenheit ist passiert.
Ich weiß, ich kann sie niemals ungeschehen machen. Aber ich hoffe, dass mein heutiges Verhalten verhindert, dass sich so eine Tragödie jemals wieder ereignet. Ich habe vor, mich an die Beschlüsse dieses Komitees zu halten. Ich werde die erforderlichen Schritte unternehmen, um die Auflösung unserer Organisation zu gewährleisten. Jeder von uns hatte seinen Anteil an den Vorfällen am A-Day. Jeder von uns hat Blut an den Händen. Ich hoffe, dass die Welt uns eines Tages vergeben kann. Ja, schon, ja. Ja, aber im Grunde haben sie die Welt gerettet durch den Also sie haben die Welt gerettet, weil der Taskmaster wollte mit einem Schallbombe oder was das auch immer war, die Welt zerstören. Und sie haben sie davor gerettet. Ja, und dass dann sowas passiert, konnte keiner wissen. Und im Grunde haben sie gar keine Schuld. Meiner Meinung nach haben sie keine Schuld. Nein, haben sie nicht. Ihr Trotteln. So, was ist das? Zeitfortschritt? Ah, okay, Set, dann haben wir da die Orte, die Bosse. Taskmaster, okay. Söldner, Drohnen, alles klar. Comics, 5 von 5. Ah, das war am Anfang, alles klar. Naja. Okay. Alles klar. Schauen wir weiter. Irgendwelche Hinweise, wo die Resistance ist. Scheint nichts zu sein. Natürlich, die Tür ist offensichtlich. Vielleicht kann ich sie aufmachen, aber ich schau mal rundherum. Oder da? Ah, natürlich. Funktioniert der noch? Vielleicht komme ich in die Crewquartiere. Ah, natürlich. Ich muss den Strom wieder einschalten. Ja, schauen wir mal. Vielleicht kann ich einen Schalter umlegen oder sowas. Oder einfach nur den Strom wieder anschalten. Und ist offen jetzt. Ja, sehr gut. So, Scotty rein in den Maschinenraum. Okay, das ist Star Trek. Egal. Star Trek oder Avengers, da, wo ist der Unterschied? Da müsste ich hinkommen. Ja, jump. Okay, konzentrier dich. Ich ziele auf den Lawinen. Dehnen. Ja, und jetzt? Du musst aber wieder zurück. So. Nein. Ach Gott. Immer ist irgendwas. Weg zurück, zum Kommandodeck zurückkehren. Okay. What? Ganz ruhig. So. Nicht cool. Es kann nur jemand von der Resistance. Klingt, als würde das alte Teil auseinanderfallen. Na, tut das nicht. Oh Gott. Na, da geht wer, oder? Was ist das? Was? Was ist was? Das schaut aus wie... Wow! Ist das etwa das, was ich denke? Was ist es? Was denkst du? Sag es mir. Warum ist er noch hier?
Er ist so leicht. Du hattest recht, Cap. Terrigen war wirklich ein mächtiger Stoff. Wer ist da? Ich hoffe, es ist Captain America. Bam, bam! Oh Gott, bam, 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 bam. Na, gegen Hulk. Nein, Hulk. Nein, Hulk. Ich bin ganz ein Liebe. Ich bin so lieb. Nein. Verdammt. Oh mein Gott! Rauf. Lass mich in Ruhe! Shit! Nein! Ich hab das Loch nicht gesehen. Ich hab auf den Hals geschaut, der links oben raufgeklettert ist. Verdammt! Halt, ich bin ganz der Nette. Ich bin der Netteste. Nie mit dem Halt streiten. Nie mit dem Halt streiten. Bitte. Unrasiert. Der schaut halt sehr unrasiert aus. Ja, ein Scheiß. What? Achso, okay, ja, das hatten wir schon. Rauf. So, er klettert da links an mir vorbei. Cool. Lauf. Geil. Na, Dr. Banner hat ein gutes Herz. Stufe hoch. Okay. Fähigkeiten erhalten. Benutze Fähigkeitenpunkte, um mit den Helden aufzusteigen und neue Fähigkeiten zu erhalten. Natürlich. Bewege den Cursor über ein freigeschaltetes Fähigkeiten-Symbol und halte X, um die Fähigkeit zu erhalten. Neu verfügbare Fähigkeiten sind gelb markiert. Was haben wir da? Was ist das? Eigentlich nur das da, oder? Ja, dann nehmen wir das. So, noch eins oder was? Wo stehen denn meine Fähigkeitenpunkte? Ah, hier. Okay. Alles klar. Stufe hoch. Kein Wunder, dass die Resistance von hier weg ist. Stufe hoch. Natürlich ist sie von hier weg, bitte. Zerstörbare Wände. Einige Helden können mit Power-Angriffen durch die Wände brechen. Zerstörbare Wände sind mit einem orangen Leuchten markiert. Wenn du das Taktikbewusstsein einsetzt, das habe ich schon wieder vergessen. Taktikbewusstsein, natürlich. Alter. Da muss ich noch durch. Den Unterschied bemerkt sich ja niemand. Es muss einen Weg zurück aufs Deck geben. Das müsste inzwischen wieder Dr. Banner sein. Ja, hoffentlich. Vermutlich bin ich allein. So. Taktikbewusstsein.
Sehr cool. Sag das genau. Schalter. Schalter mit blinkenden roten Lichtern können zum Aktivieren angegriffen werden. Was kann schon schief gehen, wenn man einen roten Knopf drückt? Das frage ich mich lang schon. Nämlich gar nichts. Dann halt mich auf, wenn ich gehe. So. Wow, das war die Hangarbucht. Fast geschafft. Ganz ruhig, Kamala. Du musst nur zum obersten Deck, ohne den Kopf zu verlieren. Ja, Moment, das schauen wir uns da mal um, gell? So, Flugzeug, Flugzeug. Aha, da geht's auch runter, okay. Ja, Fragment, Fragment. L1, R1, okay. Zeig da mal hier an L1 und R1. Mhm. So, was mache ich mit den Fragmenten überhaupt? Einsatzziele? Okay, das haben wir schon noch. Das werden wir dann auch schön wieder rausfinden, nicht? Da oben leuchtet was. Das da auch, was ist das? Aha. Ah. Knöpfe drücken, Plattformen bewegen. Genau. Ich verstehe. Okay, aber da oben war ja noch was. Wie kann mich... Ja, ja. Verdammt! Okay, da müssen wir rüber. Okay, da rüber oder was? Wahrscheinlich, gell? Ja. Was ist das? Da fehlt was. Ja, da fehlt ein Hebel. Was, das mir weiterhilft. Ein Hebel fehlt. Was ist das? Come on! Weste, Bänder, Armbänder, ja, Alter! Insignien. Ausrüstung. Jedes Ausrüstung erhöht die gesamte Ausrüstungskraft. Jeder Punkt Ausrüstungskraft erhöht die Gesamtkraftstufe um denselben Wert und damit auch den Schaden, den ein Held verursachen oder einstecken kann. Wähle ein ausgerüstetes Ausrüstungsobjekt, um alternative Ausrüstung anzuzeigen und drücke X, um sie auszurüsten. Du kannst schnell ausgerüstete und markierte Ausrüstungsobjekte vergleichen, indem du R2 hältst. Okay. Verstehe. Nahkampfausrüstung haben wir hier. Was ist das? Ja, nehmen wir das da, nicht? Das da. Was haben wir da? Hier haben wir gar nichts. Mhm. Ich dachte, ob er Weste kriegt oder so.
Alles klar. Ich hoffe, ich habe das alles richtig gemacht. Wieso leuchtet noch einen Moment? Wieso leuchtet da Ausrüstung noch? Wieso leuchtet das noch? Das nervt. Passt. Ja, ich habe den Griff für den Verteilerkasten gefunden. Echt, der war da drinnen? Na super. Wo soll er sonst sein, ne? Und voilà! Der Knopf hat Strom und ich komme hier rauf. Und in die Gauschen. So. Ich hoffe, ich habe alles mitgenommen und nichts übersehen. Dort komme ich raus. Dort kommst du raus, ja. Keine Spur von der Resistance. Resistance. Muss sie verschreckt haben. Ich sollte besser runter von dem Ding. Kann ich mir vorstellen, dass Hulk alle verschreckt hat. Was soll ich jetzt mit diesen Aufnahmen machen? Ich wäre. Okay. Ziel Kamala-Khan festnehmen. Bedrohungsstufe 1. Befehl. Ziel ist ergreifen. Seid ihr mir hierher gefolgt? Das ist echt gruselig. Ziel ist vorgerückt. Bedrohungsstufe 2. Reaktion eskaliert. Es eskaliert. Na los jetzt! Da, einer ist noch, gell? So. Echt jetzt? Ja, beruhig dich wieder. Beruhig dich wieder. Nicht blockbare Angriffe. Gegner führen einen nicht blockbaren Angriff aus. Diese Angriffe können nicht gekontert werden. Okay. Ich habe keine Angst vor euch. Ich weiß nicht einmal, wie man blockt. Ja, und wir müssen da rauf, nämlich schau. Ziel erfasst. Na, come on. Ziel festhalten. Hulk rufen.
Was ist jetzt? Du bist sehr groß, ja? Alle Einheiten! Angriff! Wir sind in taktische Routine! Was ist? Wieso trifft ihn denn nicht? Oh, Mist! Überwältigt das Ziel mit allen Mitteln! Halt! Oh nein, nein, nein! Sehr gut! Hilf mir! Er ist gar nicht hinter mir her? Okay. Schlage Roboter kaputt! Sorry. Ja, das passt! Sorry. So. Hulk hat mich gerettet. Der ist ein netter. Hulk ist ein netter. Hey. Ich weiß es. Was machen Sie da? Hey. Ganz ruhig. Alles okay. Ich will nur sicher gehen, dass du nicht stirbst, okay? Alles klar. Sehr beruhigend, ja? Okay, okay. Sie können doch nicht einfach Leuten Blut abnehmen. Ich weiß, unter normalen Umständen sicher nicht. Doch dies sind keine normalen Umstände. Heilige Scheiße, Mann. Dr. Banner. Oh, nein. Highway 9, von Highway 9 sind es etwa 20 Meilen bis Highway 90. Wenn du Highway 90 nimmst, kannst du dir den Bus nehmen. Was Sorry. Was denken Sie da? Ich habe wirklich, also wirklich ziemlich lange Zeit, als der Große verbracht, also... Seit wann leben Sie denn hier? Ein paar Jahre, ja. Ach. Das ist bemerkenswert. Ja, das habe ich schon mal gehört. Also, deswegen verfolgen Aimbots ein Kind in die Wüste? Nicht so ganz. Ich habe etwas gestohlen vom AIM-Server. Ha, was? Wieso? Ich weiß, okay. Ich denke, Sie sollten es sich selbst ansehen. Das ist Tarleton. Ja. Wieso schaltest du die Sicherheitsprotokolle ab? Hat er gerade... Ja, genau. Genau. Das habe ich auch gedacht. Er hat Cap dort im Reaktor eingesperrt und wollte dann die Chimera entführen. Das ist ein bisschen weit hergeholt. Wir wissen, dass der Reaktor eine Fehlfunktion hatte. Ist es möglich, dass Cap ihn darum bat, die Sicherheitsprotokolle auszuschalten und die Türen Nein, zu schließen? Wir haben die A-Day-Aussagen tausendmal gehört. Tarleton und Monica waren auf der Brücke, als es zur Explosion kam. Und nur deshalb haben sie überlebt. Aber das hier beweist, dass Tarleton nicht mal in der Nähe der Brücke war, als alles explodierte. Es beweist, dass er lügt. Und wo ist der Rest davon? Der Download wurde unterbrochen. Der Rest der Videoaufnahme ist beschädigt. Ja. Hören Sie. Was ist, wenn die Avengers reingelegt wurden? Okay? Tarleton, AIM... Diese ganze Heilungsgeschichte. Es passt alles nicht zusammen. Da stimmt etwas nicht. Ich kann's fühlen. Sie nicht?
Und ich dachte, du wärst eine kleine Diebin, die sich mit Caps Schild davon stiehlt. Also, ich habe überlegt. Könnte Mr. Stark uns nicht helfen? Der Zentralrechner basiert doch auf seiner Technologie. Wenn uns jemand reinbringen kann, dann er, stimmt's? Ja. Da ist eine Bushaltestelle. Am Highway 9. Du fährst einfach immer nach Westen. Dann kommst du zu alten Freunden, die dir helfen können. Maria ist ein guter Mensch. Sag ihr, ich schicke dich und zeig ihr das alles. Aber sie haben doch das Video gesehen. Tut sie wissen, das stimmt etwas sehr nicht. Sehr leid. Ich kann dir nicht helfen. Ich würde gern, aber ich kann nicht. Aber Sie sind Dr. Bruce Banner. Er ist der Hulk. Einer der genialsten Köpfe unserer Zeit. Geniale Köpfe? Sieh dich an. Sieh dir an, was wir getan haben. Du hast keine Ahnung, wie gefährlich das ist. Talton nennt Menschen wie mich Inhumans. Er meint, wir sind krank, gewalttätig und wahnsinnig. Er sagt, unsere Krankheit wird uns alle töten. Aber ich glaube das nicht. Keine Sorge, ich werde Mr. Stark schon finden. Warte, ich... Ich bring dich hin. Wirklich? Wow. Das war ein langer Schluck, bist du. Hat hier seine Sachen verstaut, als Stark Industries unterging. Und wenn jemand weiß, wo Tony ist, dann Jarvis. Dieser Weg müsste zum Geheimeingang des Archivs führen. Cool. Ein schöner Tag zum Wandern. Yes. Ja, da hast du recht. Trägst du den Funkknopf, den ich dir gegeben habe? Ja, er ist praktisch unsichtbar. Sehr gut, ich spiele als Hulk. Ja, hältst du mal als Banner? Aber später als Hulk. Moment. Ja, Moment, was können wir hier machen? Fähigkeiten. Kanonenkugel. Ich habe 0 Fähigkeitspunkte. Okay, wieso leuchtet es dann? Na, es leuchtet bei der Ausrüstung, okay. Naniten. Okay. Wieso? Dann Kosmetik. Sammlungen, was hast du? Die gleichen? Na, Codex? Doch, es sind komplett die gleichen, oder? Utah, und das ist Wildnis im pazifischen Nordwesten. Ein Großteil dieses Gebiets, das mehrere Wälder im pazifischen Nordwesten der USA umfasst, war früher im Privatbesitz von Stark Industries.
Nach der kompletten Übernahme von Stark erweiterte AIM dort seine Anlagen und richtete eine weitläufige Zone ein, deren Betreten streng verboten ist. Alles klar. Mhm. Und, was haben wir da? Aufstandsbots. Alles sind die da. Um Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten. Law and Order Bots, alles klar, gescheißen. Bin ich gar nicht. Das war er. Und hat er die Resistance vertrieben? Ich erinnere mich gar nicht, dass überhaupt jemand dort war, Kamala. Der Große ist auf ein paar Shield Agents getroffen, aber danach nichts. Oh. Aha. Der Große. Also er kann nicht springen, er kann nur so langsam noch hingehen. Ich glaube, ich habe was gefunden. Zeig mal, Pilze. Zeig mal. Ganz schön eng hier. Ja, Kopf runter. Hier, ich helfe Ihnen. Oh, danke. Nein, geht schon. Vor uns ist eine Lichtung, dort müsste der Eingang sein. Cool. Wie sieht Jarvis eigentlich tatsächlich aus? Wie eine alte Festplatte von 1998. Okay, neue Frage. Wie sieht eine Festplatte von 1998 aus? Oh Gott. Eine Lichtung, wow. Weil es ist dark. Deswegen sieht man sie. Kannst du laufen? Ja, kann er. Da geht's wahrscheinlich runter. Da ist ein schöner Jack Wasserfall. Gott. Ja, Moment, ich schau mich mal um. Wieso? Das wäre was für dich, gell? Da kommst du rauf. Weil da hat der Maler seine weiße Farbe wieder herumgespritzt mit der Farbe. Hat er da rumgespritzt? Was ist das? Was ist da? Nichts, nichts, nichts. Dann machen wir das. Na endlich. Wir sind nah dran. Ja, hoffentlich. Oh Mann! Echt? Das ist zugeschweißt. What? Wer war das? Schickt Eindämmungseinheit. Dr. Banner, was soll ich tun? Lauf. Was? Ja. Achso, oben bleiben, alles klar. Okay. Bam, bam. Bam, 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 Zorn. Halte R2, um Zorn zu aktivieren. Ist Zorn aktiv? Wo ist der Vorgang? Okay. Wir aktivieren Zorn. Und in die Fresse. In die... Subjekt ist extrem stark. Versuche, das Ziel zu überwältigen. Oh, Kiwi. Bam, bam. Echt jetzt?
Wo ist denn das Arschloch? Echt. Hulk kann nicht sterben. Das gibt es nicht. Das ist eine Lüge, verstehst du? Hulk kann nicht sterben. Wo ist er? Come on. Wo ist er? Er lebt immer noch, echt. Bam. Sehr gut. Sehr gut. So, Moment, wie mache ich das? Doppelsprung hätte ich ja. Ah, okay, so funktioniert das. Wo muss ich hin? Ah, da rauf, oder? So. Wie komme ich da rauf? Wie kann ich mit dem Springen? Die größten Probleme mit dem Hals zum Springen. Schau dir das an! So. Wie komme ich da rauf? Ja, noch einmal. Auf da. Wie komme ich da rüber? Es gibt's hier nicht. Ah, jetzt habe ich es gesehen. Verdammt. Ah. Deinem Schweigen entnehme ich, dass du nicht amüsiert bist. Schon okay. Bruce mag meine Witze auch nicht. Okay. Ich werde den Typen mit der Brille nicht mehr erwähnen. Was? Okay. So macht man das, ich habe verstanden. Ab da, komm. Was, echt? Team!
Mist, du hast recht. Provisorisch sieht das nicht aus. Nein! Ich glaube, ich kann dich hören. So. Hey. Grüß dich. Alles gut? Okay. Nicht wirklich, gell? Alles cool. Vermutlich. Oh Mann. AIM ist nicht einfach gekommen. Die haben sich hier eingerichtet. Wir müssen Jarvis finden und dann verschwinden. Okay, aber das machen wir das nächste Mal. Bis dahin sage ich bam, 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 bam und ciao.